Jo, Freunde, willkommen zurück zu Schmugio, Schmeckes hier auf der Schmurlist. Freunde, nachdem wir beim letzten Mal den wohl schlechtesten Duellanten bisher überhaupt erwischt haben, werden wir uns heute anschauen, was der gute alte Weevil Underwood im Duellanten-Herausforderungsmodus zu bieten hat. Ich meine, es gibt das ein oder andere halbwegs spielbare Insekten-Themendeck. Das heißt, ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns hier erwartet. Und wir gehen first. Okay, das bedeutet, Weevil darf eine Karte mehr ziehen als wir. Ich glaube, das letzte Mal, als sein Gegner ein paar Karten gezogen hat, ist das nicht ganz so gut für ihn ausgegangen, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, ich würde sagen, wir... Ja, ich glaube, wir können hier Magier des Glaubens auf jeden Fall verdeckt spielen mit unserem Schulhof-Turbo-Deck. Und dann haben wir noch MST und Book of Moon. Zwei Zauberkarten auf jeden Fall, die wir mit Magier des Glaubens zurückholen könnten. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier an Insekten erwartet. Ich muss sagen, es ist echt nervig mit den Karten, dass man immer gefragt wird, ob man reagieren will. Insektor Ohrenkriecher, das habe ich doch erwartet. Okay, wir spielen gegen Insektor. Das wiederum bedeutet, das wird ein sehr schweres Duell, denn Insektor ist tatsächlich ein gutes Themendeck. Ja, Insektor Ohrenkriecher nimmt er sich, obwohl er sich hätte Soul Charge nehmen können, auch ganz wild. Insektor Grashüpfer greift uns hier an im Angriffsmodus. Er aktiviert seinen Effekt und kann ihn mit Marienkäfer von der Hand ausrüsten. Ich bin froh, dass es sich hier um Insektor Grashüpfer handelt und nicht um Insektor Libelle oder Hundertfüßler. Aus folgendem Grund, denn die beiden haben ja den Effekt, dass falls ein Insektormonster, welches sie ausrüstet, das Spielfeld verlässt, man entweder ein Insektormonster vom Deck beschwören kann oder sich vom Deck der Hand hinzufügen kann. Grashüpfer hingegen ist jetzt nicht unbedingt krass, was das angeht. Ja, also er spielt hier, das haben wir schon gesehen, er spielt hier eine sehr vercasualte Version des Themendecks. Das hatten wir auch bei den anderen Gegnern in diesem Format, beispielsweise auch bei, ich weiß nicht mehr, wer es war, wer Aroma gespielt hat. Ich glaube, es war Darts. Das hatten wir auch bei Shizu, die Spellbook gespielt hat. Also die spielen schon die Themendecks, allerdings nicht so 100% competitive, aber selbst ein halbwegs competitive Insektor-Deck ist natürlich immer noch besser als das, was wir haben. Natürlich aktivieren wir Book of Moon auf den Insektor Grashüpfer und natürlich wird dann auch der Marienkäfer zerstört. Und ja, den im Friedhof zu haben ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, denn er kann jetzt jedes Mal auch den Marienkäfer vom Friedhof an seine Insektor-Monster ausrüsten. Wir aktivieren einfach mal MST ins Blaue. Ich sage einfach die erste. Mal sehen, was da ist. Das ist teuflische Kette. Okay. Ja, ehrlich gesagt, habe ich darauf gehofft, dass wir gegen Insektor spielen, selbstverständlich. Also ich glaube, es sollte bekannt sein, dass es eins meiner Lieblingsdecks ist. Und wir flippen hier Magier des Glaubens, um uns den mystischen Raumtaifun zurück auf die Hand zu nehmen. Und ja, damit werden wir dann jetzt natürlich auch noch die andere Zauber- oder Fallenkarte zerstören. Mal schauen, was sich dort befindet. Ist eine Insektorkarte. Es ist Ruf der Gejagten. Okay. Ich muss sagen, Topf der Gegensätzlichkeit ist jetzt nicht unbedingt eine Karte, die gut zu Insektor passt, weil es eigentlich ein Deck ist, was sehr viel Spezial beschwört, aber okay. Ich würde sagen, wir haben einen Empfänger auf der Hand, und zwar Koji den Tagesanbruch. Also können wir hier auf jeden Fall den Bruder beschwören und auf eine Synchro-Beschwörung gehen zu TG Hyperbibliothek. Das bedeutet aber noch nicht, dass wir ein OTK machen. Okay, im Angriffsmodus 2400. Das dürfte ganz knapp reichen, um den Grashüpfer im Kampf zu besiegen. Und dann gehen wir in die Main Phase 2. Wir haben noch unseren reißenden Tribut. Und ja, also wenn er jetzt nicht Libelle plus Hornisse auf der Hand hat, dann wird es schwierig für den guten Weevil. Mal schauen, was da noch kommt. Ein Monster verdeckt. Vermutlich ist es der Ohrenkriecher, den er sich vorhin mit Topf der Gegensätzlichkeit genommen hat. Wir sind gespannt. Wir können auf jeden Fall hier nochmal Magier des Glaubens verdeckt spielen. Wir haben nämlich keine Angst vor Evenly Matched. Ich glaube nicht, dass der das hier spielt. Und wir greifen an und es ist tatsächlich der Ohrenkriecher. Also nur für Information, Ohrenkriecher und Grashüpfer sind jetzt keine Karten, die man im Sektor spielt. Ganz einfach, weil sie nicht unbedingt krass gute Effekte haben oder so. Man spielt, wie gesagt, hauptsächlich Libelle und Hundertfüßler. Den Marienkäfer benutzt man auch, denn den kann man mit seinem eigenen Effekt auf den Friedhof legen, um einem Monster die Stufe um 1 oder 2 zu erhöhen.
Und das ist zum einen gut für Xyz Plays, zum anderen ist es auch einfach gut, da die ganzen Insektor-Monster, wie gesagt, davon profitieren, wenn Monster, die an sie ausgerüstet sind, auf den Friedhof gelegt werden. Und das ist halt eine Karte, die das von selbst auslösen kann, ohne dass der Gegner sie irgendwie zerstören muss oder so. Also ja, deutlich vercasualtes Insektor-Deck an der Stelle. Und spiel dein Monster-Verdeck. Ich bin mir nicht sicher, ob die Beetrooper-Karten hier schon existiert haben, also die Käfer-Kavallerie-Monster, wenn man so will. Dann könnte er das natürlich auch damit kombinieren, aber das sieht mir hier aktuell nach pur Insektor aus. Und bodenlose Fallgrube auf Breaker, das ist natürlich, ja, im Prinzip hat der seinen Zweck erfüllt. Ich wollte die Zauber- oder Fallenkarte da hinten loswerden und gut, jetzt ist Breaker zwar weg, aber er hat seine Karte aktiviert, also von daher ist mir das auch relativ egal. Und wir greifen an mit unserem TG Hyperbibliothekar. Es wird langsam sehr, sehr dünn für Weevil. Das ist der zweite Insektor-Ohrenkriecher. Ich würde sagen, wir beenden unseren Zug. Noch hat der gute 8000 Lebenspunkte, aber er hat nur noch eine Karte auf der Hand. Also das sieht gar nicht gut aus. Und er spielt ein Monster verdeckt. Und eine Karte verdeckt und beendet seinen Zug, denke ich mal. Also was soll da sonst noch kommen? Und wir ziehen. Cyberdrache. Okay, dann machen wir jetzt natürlich Folgendes. Wir flippen Magier des Glaubens. Das spielt sich ja fast von selbst. Wir holen uns mystischer Raumtaifun zurück auf die Hand, können damit die verdeckte Karte zerstören. Und dann haben wir auf wundersame Art und Weise ein Monster auf dem Feld, welches wir opfern können für den Cyberdrachen. Aber zuerst mal schauen wir, was sich dort verdeckt befindet. Und es ist... Nochmal Ruf der Gejagten, hatten wir schon, okay. Dann opfern wir Magier des Glaubens für den, ja, um so ein paar Punkte stärkeren Cyberdrachen. 2100, er dürfte eigentlich kein Monster haben, was irgendwie mehr Def hat als das. Deshalb gehen wir damit rein und es ist Insektor Libelle. Bro, du hättest einfach Insektor Libelle beschwören können. Effekt rüstest du mit Insektor Marienkäfer vom Friedhof aus. Marienkäfer legt sich auf den Friedhof, gibt Libelle Stufe 1 oder 2 dazu, dann ist die entweder Stufe 4 oder 5. Dann kannst du dir den 100-Füßler vom Deck aufs Feld beschwören. Nochmal Effekt Marienkäfer. Den legst du dann wieder weg, dann kriegt 100-Füßler auch nochmal 1 oder 2 Stufen drauf. Und dann kannst du mit 100-Füßler nochmal ein Insektormonster suchen. Und dann hast du einfach Rang 4 oder Rang 5. Ich meine, ja, ich hatte natürlich Ring der Zerstörung und reißender Tribut, also wäre das nicht durchgegangen, aber versuch's doch wenigstens. Das ist doch die einfachste Combo. Das ist die eine Combo, die man in den Sektor so macht. Bruder, das ist ja schon wieder hier, das kannst du keinem erzählen. Also, ich muss sagen, die Decks, die die Gegner in diesem Modus spielen, sind teilweise nicht mal so schlecht. Vor allem Legacy of the Duel ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, also ist ja jetzt nicht so... dass die Themendecks zu der Zeit komplett schlecht gewesen sind. Aber die Art und Weise, wie das gespielt wird, das geht auf keine Kuhhaut. Allerdings Gale der Wirbelwind schon mit 1300 ATK, Cyberdrache 2-1, TG Hyperbibliothekar 2400. Das dürfte Game sein. Wir hätten natürlich auch mit Gale und Cyberdrache nochmal auf den Synchro-Monster gehen können und mit Hyperbibliothekar eine Karte ziehen können. Aber an dem Punkt haben wir einfach das Duell gewonnen und fertig. Ich würde sagen... das war zu einfach, wir gehen nochmal rein, denn eigentlich müsste das Deck mehr drauf haben. Eigentlich müsste er mehr machen können. Also ich weiß nicht, ich habe auch in den vergangenen Duellanten-Herausforderungsparts immer in den Kommentaren gelesen, ja CK, bei dir spielen die Gegner immer so schlecht, ja bei mir sind die immer viel besser. Ich warte auf die besseren Gegner, um ehrlich zu sein. Also keine Ahnung, entweder habe ich ultra krasses Glück und gegen mich spielen alle immer schlecht oder keine Ahnung, vielleicht spiele ich auch einfach gut, ich habe keine Ahnung oder ich habe Glück, ich keine Ahnung, ja. Was ich weiß, ist, dass hier ein Insektor Grashüpfer liegt mit 3500 Angriffspunkten an der Zahl. Sektkalibur gibt auf jeden Fall 800 ATK und Def und wenn das auf den Friedhof gelegt wird, dann kann man ein Insektormonster vom Friedhof auf die Hand nehmen und Sektor Falke, das ist eine Karte, die man eigentlich nicht unbedingt spielt. Die gibt 1000 ATK dazu und wenn das Monster angreift, dann kann der Gegner keine Zauber- und Fallenkarten aktivieren. Ja, also quasi antiker Antriebs-Insektor-Grashüpfer. Ich muss sagen, das ist
Also das ist wirklich komplett miserabel. Der liegt hier jetzt natürlich mit einer Menge Angriffspunkten, aber wir haben einfach... Also erstmal beschwören wir Cyberdrache, da unser Gegner ein Monster kontrolliert und wir nicht. Und dann haben wir eine Karte, die alle vier von ihm komplett zerstört, nämlich Spalt. Es ist nicht mal Schwarzes Loch oder Raigeki oder Blitzsturm. Es ist einfach Spalt. Es ist einfach Spalt. Okay, ja... Die Software wurde beendet. Ich habe gerade mit einer Karte sein komplettes Board geoutet und die Software wurde beendet. Können wir bitte darüber reden? Okay, meine Freunde, ein neuer Tag, ein neues Insekt und wir gehen rein. Da ist der einfache Bienensoldat. Nicht ganz so gut wie der zweifache Bienensoldat, habe ich gehört. Aber wir gewinnen hier tatsächlich mal Schere, Stein, Papier. Und ich würde sagen, wir gehen second. Ich muss sagen, gerade das war echt das perfekte Play. Also wir hatten wirklich eine Karte und haben Weevil komplett aus dem Spiel genommen. Deswegen, ich bin gespannt. Spalt ist wieder auf der Hand. Vielleicht kommt ja jetzt die gleiche Situation nochmal. Man hat aber hier, glaube ich, perfekt gesehen, warum man in Sektor Axt Sektor Falke nicht spielt, aber dafür das Schwert schon. Denn das eine ist eine Ausrüstungskarte, die ein paar Angriffspunkte gibt, also relativ irrelevante Effekte hat. Und das andere kann wenigstens, wenn es auf den Friedhof gelegt wird, sich selbst ersetzen, nämlich ein Insektormonster vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich gut, das ist der Grund, warum man die Karte spielt. Und ich glaube, wir haben hier erneut den Jackpot gehittet, denn wir aktivieren einfach Spalt und dann war es das mit dem Marienkäfer und auch mit der Giga-Gottesanbeterin und mit dem Grashüpfer. Und Giga-Gottesanbeterin kann eigentlich... wenn sie auf den Friedhof gelegt wird, solange sie ein Monster ausrüstet, ein Insektormonster im Friedhof wählen, außer sie selbst und es als Spezialbeschwörung beschwören. Das funktioniert aber in dieser Situation, glaube ich, nicht, weil die alle gleichzeitig auf den Friedhof gelegt wurden und er auch sonst keine Insektormonster im Friedhof hatte. Ich glaube, weil sie halt gleichzeitig zerstört wurden. Whatever. Okay. Ich würde sagen, wir aktivieren Verstärkung für die Armee, weil Doomlord ist jetzt nicht der größte Beatstick. Deshalb holen wir uns einfach mal... Ich würde sagen, Klingritter auf die Hand. Und dann beschwören wir den Guten. Und machen uns angreifbar für einen Harpien-Flederwisch, indem wir nämlich unsere drei Karten verdeckt spielen. Falls ihr euch jetzt fragt, ist der C zu dem K denn schon wieder des Wahnsinns? Warum spielt der seinen Überläufer verdeckt? Ja, ich will, dass Klingritter noch 400 ATK dazu bekommt, indem wir nur noch eine Karte auf der Hand haben. Deshalb greifen wir jetzt an mit 2000. Das Ding ist sowieso gegessen. Es sei denn, er hat jetzt, wie gesagt, Insektor-Libelle plus Insektor-Hornisse. Okay. Okay. Okay, dann ist noch alles offen, wobei ich könnte einfach Buck auf die Libelle machen und wäre auch gut, aber... Nee, es ist wieder der Grashüpfer. Es ist wieder der Grashüpfer, das wird nicht besser. Es wird nicht besser. Grashüpfers Effekt, er rüstet ihn mit dem Marienkäfer aus. Das ist eigentlich nicht schlecht, reicht eigentlich, um über den Klingritter drüber zu kommen. Aber natürlich reicht hier ein simples Book of Moon, um den Bree in den verdeckten Verteidigungsmodus zu drehen und dann wird auch der Marienkäfer zerstört. Also ja, man muss leider sagen, wenn man einfach nur auf diese Equip-Dinger spielt, dann ist es natürlich kein gutes Deck, ne? Weil Equip-Karten sind einfach nicht gut, weil du einfach, ja... Machst einen Spalt und dann wird das Monster zerstört und die drei Karten, die es ausrüsten, werden auch zerstört. Das ist einfach Minus des Todes und dieses Ausrüsten macht auch nicht so viel, außer Angriffspunkte geben, was halt, ja, einfach sehr leicht zu umspielen ist. Also, wenn man das jetzt nicht als ultra krasse Turbo-Variante spielt, wo man mit Libelle und Hundertfüßler versucht, so viele Xyz-Beschwörungen oder Link-Beschwörungen, aber hier vielleicht eher noch Xyz, wie möglich zu machen... Ja, dann ist diese Ausrüstungsmechanik jetzt nicht wirklich krass gut, okay? Breaker macht hier allerdings einen guten Job, zerstört den Ruf der Gejagten. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann, wir könnten eigentlich mit Überläufer noch das Monster klauen, gucken, was da liegt. Ja, weiß ich nicht, kommt ja dann wieder auf seine Feldseite zurück. Also, ich glaube, das bringt nicht so viel. Wir greifen einfach an mit Klingritter. Das sind 2000 auf 1-4 auf den Grashüpfer. Hätte fast für Game gereicht dann, wenn wir den geklaut hätten. Und dann greifen wir noch an mit Breaker. Sind 1600 direkt. Also, das Book of Moon ist jetzt weg.
Das Book of Moon ist jetzt weg. Jetzt Libelle plus Hornisse. Und ich habe fast verloren. Also dann... Jetzt Libelle plus Hornisse, das wäre insane. Er macht Soul Charge auf Marienkäfer, Grashüpfer, nochmal Grashüpfer, Gigagottesanbeterin. Also eine Soul Charge für 4, der krasseste Top-Deck überhaupt. Soul Charge komplett broken. Deshalb, ich bin mehr als gespannt, was jetzt passiert. Das ist natürlich auch gigantischer Druck und ich rede nicht von der Gigagottesanbeterin. Er rüstet den Grashüpfer aus mit Giga-Grille von der Hand. Wenn der ausgerüstet ist, dann macht das gegnerische Monster... das macht durchschlagenden Kampfschaden. Okay, lautlose Ehre A. Er beendet seinen Zug. Ja gut, also Grille auszurüsten hat jetzt eigentlich so gut wie nichts gebracht, weil die liegt jetzt einfach nur im Friedhof. Wobei, du kannst sie vom Friedhof zumindest an einen Sektormonster ausrüsten. Das ist also an sich nicht schlecht. Ja, lautlose Ehre Arc macht nur wirklich Sinn, wenn ich spezial beschworene Monster habe. Die wurden beide normal beschworen. Deshalb, ja. Ja, tut mir echt leid, Überläufer. Auf das Ding. Dankeschön. Effekt. Rüsten wir mit der Giga-Gottesanbeterin aus. Ich muss zwei abhängen. Sorry dafür. So, dankeschön. Und dann für den ultimativen Disrespect haben wir noch Doomlord im Angriffsmodus. Ich kann aber seinen Effekt jetzt nicht benutzen, weil dann kann ich nicht angreifen. Deshalb greifen wir einfach mit Doomlord den Marienkäfer an. Und ich würde sagen, seine lautlose Ehre Arc beendet das Duell an der Stelle. Das war echt zu einfach. Das war zu einfach. Ich will es nochmal versuchen, weil eigentlich, das ist ein Deck, welches ich sehr, sehr gern habe. Und eigentlich erwarte ich davon mehr. Ich erwarte davon mehr, um ehrlich zu sein. Gerade Libelle plus Hornisse wäre insane, weil er könnte Libelle und Hornisse benutzen. Hornisse zerstört eine Karte von mir. Libelle beschwört 100 Füßler vom Deck. 100 Füßler rüstet sich mit Hornisse aus. Hornisse zerstört nochmal eine Karte. 100 Füßler sucht nochmal eine Karte. Das wäre das Comeback gewesen. Aber so bringt das alles nicht viel. Ein letztes Duell noch. Das waren zwei Siege, die ich mir nicht so einfach vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Aber er hat ja am Ende des letzten Duells dann verstanden, dass sein Deck darauf basiert, Xyz-Beschwörungen zu machen. Deshalb geben wir ihm hier nochmal die Chance. Set Monster plus zwei Set-Karten. Okay, teuflische Kette auf den Breaker. Das ist auf jeden Fall krass. Okay, 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 okay. Das ist eine ganz andere Drucksituation. Wir haben jetzt hier nur feierliches Urteil. Heftige Kosten, 4000 Lebenspunkte. Ansonsten nur Monster. Wir können nichts weitermachen. Wir beenden unseren Zug. Komm, komm. Zeig mir, was dein Deck kann. Let's go. Insektor Libelle, jetzt Combo. Komm. Insektor Libelle, Effekt. Rüstet sich mit Marienkäfer aus. Okay. Junge, jetzt. Er kann so viel machen. Er könnte mir jetzt 6 Negates hinlegen. Ich weiß, dass es in Legacy of the Duelist nicht passieren würde, aber das ist die Combo. Das ist die Combo. Stufe 4. Gigagott, das Anbieter. Beschwör doch 100 Füßler. Beschwör doch 100 Füßler. Dann hast du noch ein Monster auf dem Feld, kannst du was suchen? Egal. Lautlose Ehre Arc. 2-1, Gigagottesanbeterin, 2-4. Auf jeden Fall krass. Ich muss überlegen, ob ich Solemn Judgment darauf machen soll. Weil ansonsten sieht's, ja, ich glaube, ich muss das machen. Ansonsten sieht's hier zappenduster aus. Und, oh, das... Ei, das tut... Warum holst du dir nicht die Bälle zurück? Soul Charge. Wozu dann überhaupt der Ruf der Gejagten? Wozu dann nicht einfach mit Soul Charge drei Monster zurückholen? Als ob die 1000 Lebenspunkte jetzt so einen Unterschied gemacht haben. Ich krieg Knacks. Ich krieg Knacks. Okay. Okay, er macht auch keine weitere... Junge. Bro. Das tut weh. Das tut weh. Das sind echte physische Schmerzen. Du hättest mich so zerstören können. Auf 7 verschiedenen Ebenen. Und du hast es so falsch gemacht, wie man es falsch machen kann. Crazy. Okay. Also er hätte einfach... Ich hätte wahrscheinlich einfach Ruf der Gejagten auf Libelle gemacht. Libelle, Kombo mit Marienkäfer, 100 Füßler rausgeholt.
Hat er noch nicht einmal gemacht. Nochmal Xyz-Beschwörung. Du hättest Soul Charge noch als Comeback gehabt, die ist aber jetzt auch verpfeffert für nix. Für drei Monster auf dem Feld, die nichts tun. Junge, Wahnsinn. Wahnsinn. Crazy. Okay. Ich würde sagen, wir müssen ja irgendwie versuchen, jetzt hier das Ding loszuwerden, weil das ist echt nervig. Ich könnte jetzt mit die Kriegerin reinrennen, aber ich habe nicht mehr so viele Lebenspunkte. Das heißt, das ist mir ein bisschen zu riskant, um ehrlich zu sein. Ich könnte mit Kaiku auch auf den Ohrenkriecher oder auf den Marienkäfer. Aber ich weiß gar nicht, ob ich will, dass er Marienkäfer im Friedhof hat. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist sein Board am ungefährlichsten, wenn die alle auf dem Feld sind und nicht im Friedhof, weil er sie dann nicht miteinander ausrüsten kann. Und über die Libelle komme ich halt nicht drüber, weil die hat einfach 1,8 Def, auch wild. Aber reicht an der Stelle, weil Kaiku ist mein stärkstes Monster. Ich glaube tatsächlich, DD-Kriegerin ist es. Also das ist auf jeden Fall eine Situation, die ich mir gewünscht habe. Ich wollte von dem Deck zerstört werden. Ich liebe das Deck. Und wir hätten eigentlich wahrscheinlich längst verloren. Aber gut, DD-Kriegerin verbannt die Giga-Gottesanbeterin. Und ich hoffe einfach, dass sein Top-Deck jetzt nicht gut genug ist, um Breaker loszuwerden. Was wahrscheinlich der Fall sein wird. Insektor Ameise. Auch ganz wild. Spielt man auch nicht, aber kann man. Aber in den meisten Fällen tut man das nicht. Auf Giga-Brillant ist auch ein Insekt. Passt natürlich zu Weevil. 1,8, alle Monster kriegen 300 ATK von ihm. Insektor Marienkäfer rüstet sich mit Libelle aus. Und das reicht dann, um über Breaker drüber zu gehen und mit Ohrenkriecher direkt. Okay, 1,3 habe ich noch. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's richtig gefährlich. Ich glaube, wir haben verloren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Mal schauen, was haben wir hier? Wir haben Breaker. Wir aktivieren auf jeden Fall Verstärkung für die Armee. Das ist der Schlagabtausch, den ich wollte. DD-Angreifer, Klingritter, Doomlord wäre auch interessant. Wenn er damit in DD-Angreifer reinrennt, sind das 400. Er kann aber nochmal den Effekt benutzen. Ich habe aber auch keinen Lichtkrieger, den ich in den Friedhof ballern könnte. Für BLS. Ich glaube, das Ding haben wir verloren. DD-Angreifer. Ja, keine Ahnung. Ich denke, das war's. Wir haben ja nur einen enormen Summon. Ich würde sagen, wir. Warte mal, wenn ich mit 1,8 angreife, dann hat er gleich 2,4, das sind 600. Plus, die wird dann 1,1 haben, das wird dann safe reichen. Habe ich Kampfausblende? Aber ich kann den auch nicht benutzen. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich weiß gar nicht, ob wir Kampfausblender im Deck haben. Falls ja, dann wäre das jetzt meine einzige Option. Deswegen, ich teste mal, ob wir den haben. Ich kann leider Sangan nicht verdeckt spielen und dann in seinem Zug suchen, weil Sangan hat ja das Erratum hier, was sagt, dass ich die Karten und Effekte nicht aktivieren kann in dem Zug, in dem ich das Monster gesucht habe. Das heißt, falls ich Kampfausblender im Deck habe, könnte ich den nicht benutzen. Ich habe Kampfausblender, perfekt. Okay. Dann nehmen wir uns den auf die Hand und hoffen einfach im nächsten Zug auf einen guten Top-Deck. Okay. Das ist es doch. Das wollte ich doch. Ich hätte natürlich lieber Sangan verdeckt gespielt, damit ich keinen Schaden nehme. Aber so muss es dann sein. Grashüpfer, Effekt. Macht nicht. Okay. Okay, erst nochmal Rang 4. Verrückte Kiste, was ist das denn? Was macht denn die verrückte Kiste? Halbiere deine. Warte mal. Das will ich lesen. Kann nicht angreifen. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Xyz-Material von dieser Karte abhängen, wirf einen sechsseitigen Würfel und führe den Effekt basierend auf dem Ergebnis aus. Halbiere deine Life Points.
ziehe eine Karte, dein Gegner wirft eine Karte ab, annulliere bis zum Ende des Spielzugs die Effekte von einer offenen Karte auf dem Spielfeld. Gut, das soll dann er sein, damit er angreifen kann. Zerstöre eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre... Boah, okay, ja, das ist ja kompletter, kompletter Zufall. Kampfausblender natürlich, um uns zu retten. Ich glaube, das war das beste Play. War das smart? War das smart mit Sangan? Komm schon. Fleischsternchen auf jeden Fall verdient, ja. Insektor Marienkäfer, ganz aggressiv mit 1300 im Angriffsmodus. Mystische Tomate. Na, ich glaube, das Ding ist durch. Ich glaube, das Ding ist durch. Ich glaube, das kriegen wir nicht noch irgendwie hin. Ich glaube, das hat sich erledigt. Die sagt, falls das ausgerüstete Monster zerstört werden würde, kannst du stattdessen diese Ausrüstungskarte zerstören. Ah! Keine gute Sache. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Set mystische Tomate ist es. Ich muss ein Lichtmonster in den Friedhof bekommen. Ansonsten wird es sehr, 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 sehr kritisch. Benutzt er den Effekt von seiner Kiste? Nein. Er greift mit Gigabrillant mystische Tomate an. Mystische Tomate Effekt. Was haben wir denn da so? Was haben wir denn da so? Wir haben Doomlord, wir haben Gale, wir haben nochmal mystische Tomate. Gerümpel-Synchronisierer macht keinen Sinn, weil der wird spezial beschworen. Ich könnte mit Doomlord halt einen von denen verbannen, aber auch nur für zwei Züge. Stufe 7 Synchro. Wäre noch eine Möglichkeit. Ich würde sagen, Gale. Halbieren ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Sache. Ich muss gleich mal schauen, was ich so für Stufe 7 Synchros in meinem Extra-Deck habe. Jetzt die Fallenkarte hier kann über den Verlauf des Duells entscheiden. Junge, das ist ja endlich mal spannend. Okay. Dimensionsgefängnis ist natürlich auch eine gute defensive Karte jetzt. Wir haben Schwarzer Rosendrache. Das ist natürlich krass. Da würde mich dann interessieren, ist das nur durch Kampf bei dem Ding hier? Zerstört werden würde. Oh, okay. Egal wie. Das ist natürlich krass. Dann haben wir Stufe 7 Werkzeugdrache. Wir haben Gerümpel-Bogenschütze, den können wir nicht beschwören. Finsterer Jagdbomber mit 2,6. Ja, das sind unsere Optionen. Ich glaube... Ich glaube, ich würde es wie folgt machen. Also erstmal Effekt von Gale. Halbieren wir den. 1,650. Hat er weniger Angriffspunkte, der kann eh nicht angreifen, aber durch seinen Effekt kann er eventuell angreifen. Deshalb, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen... Kaiku, Normal Summon. Und dann können wir eine Synchro-Beschwörung machen. Auf Finsterer Jagdbomber. Er hat nämlich mehr Angriffspunkte als Schwarzer Rosendrache. Und damit können wir dann über seinen Gigabrillant drüber kommen. Eigentlich würde ich Schwarzer Rosendrache sogar machen. Das Problem ist einfach nur, dann killt er mich im nächsten Zug mit Insektor Marienkäfer, weil der würde halt überleben, dadurch, dass Insektor Ameise den schützt. Das ist Wahnsinn, weil eigentlich spielt man Insektor Ameise gar nicht. Also krass, dass die Karte so einen Impact hat. Ansonsten hätte ich jetzt sein komplettes Board halt damit gewiped. Okay, Gigabrillant ist zerstört. Aber ansonsten wäre halt mein Feld komplett offen gewesen. Deshalb muss ich das so machen. Endphase. So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt es auch ein bisschen auf den Top-Deck an. Was ist das? Scheinbar nicht so viel Sinnvolles, wenn er so lange überlegt. Okay, Set. Ruf der Gejagten auf Gigabrillant. Okay, das ist gar nicht so, wild. Okay, wir spielen auf Verteidigung. Okay, wir haben das Comeback geschafft. Krass. Krass. Comeback offiziell gestartet. So. Jetzt, krass. Junge, einfach
Sangan into Kampfausblender war der richtige Call. Krass. Mit Eratums Sangan noch gedribbelt. Junge, heftig, okay. DD Angreifer im Angriffsmodus, passend zu seinem Namen. Und dann gehen wir... Es war so eine gute Entscheidung, noch ein Duell zu machen. Das ist so viel spannender. Kann der irgendwie nicht zerstört werden oder so? Er kann nicht angreifen, aber er... Na, ich kann ihn ganz normal zerstören. Dann würde ich sagen, gehen wir damit auf... den. Damit finsterer Jagdbomber auf Iga Brillant. Und wenn jetzt alles klappt, dann habe ich im nächsten Zug... Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Zug gewonnen habe, aber ich habe auf jeden Fall BLS. Nein! Nein! Okay, das hat alles zerstört. Das hat alles zerstört. Schwarzes Loch, okay. Oh, was ist das für ein Duell? Warum konnten die ersten beiden nicht so krass sein? Dimensionsgefängnis auf Marienkäfer, der wird verbannt, die beiden anderen gehen auf den Friedhof. Yo, crazy. Das komplette Feld ist leer. Er hat mein komplettes Feld zerstört, ich habe sein komplettes Feld, außer dem Ruf der Gejagten, aber der macht ja nichts mehr. Crazy, crazy. Ich dachte mir nämlich, ich hatte ja finsterer Jagdbomber und DD Angreifer, ich würde einfach DD Angreifer opfern für Cyberdrache. Dann würde ich irgendwie angreifen, keine Ahnung, je nach Spielsituation. Und dann mit finsterer Jagdbomber den Cyberdrachen opfern. Dann hätte ich ein Lichtmonster im Friedhof. Dann könnte ich endlich BLS beschwören. Aber ja, so muss ich... Oh, soll ich angreifen? Nee, das ist mir ehrlich gesagt zu riskant. Den spielen wir verdeckt. Buch des Mondes auch verdeckt. Und dann gucken wir mal, was er so hat. Crazy, Junge, was ist das für ein Schlagabtausch? Was ist das für ein Schlagabtausch? Switch-Absturz gehabt, schwarzes Loch-Comeback, Soul-Charge-Comeback, alles gehabt, alles mit dabei. Crazy, crazy, krasses Duell, genauso muss es sein. Okay, Grashüpfer-Effekt, das heißt, er kann mit Ohrenkriecher direkt angreifen, das wären genau 1000 Schaden. Das würde mich genau killen. Allerdings habe ich ja noch ein gewisses Buch, was dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung macht. Junge, crazy, was ein heftiges Game. Okay, Junge, genau 1000 hätten gereicht. Wahnsinn. Ich habe doch gesagt, let him cook. Dann wird das ein krasses Duell. So, hat ein bisschen Starthilfe gebraucht, aber so ist es ein cooles Duell. Verstärkung für die Armee. Wir holen uns... ist der Erde oder Licht? Das ist Erde, das ist Licht. Okay, Klingenritter, Licht, perfekt. So, dann holen wir uns Klingenritter. Beschwören Klingenritter im Angriffsmodus. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also wir flippen auf jeden Fall Bohr synchron, das sollte klar sein. Ich überlege halt, ob wir erst Synchro machen oder erst... Was wären hier unsere Optionen? Werkzeugdrache, schwarzer Rosendrache. Habe ich ein Pflanzenmonster im Friedhof? Tatsächlich, mystische Tomate. Geht schwarzer Rosendraches zweiter Effekt auch auf verdeckte Monster? Oh, okay, das ist ja Wahnsinn. Okay. Folgendes. Wir benutzen die beiden, machen eine Synchro-Beschwörung für schwarzer Rosendrache und wir benutzen nicht den ersten Effekt von schwarzer Rosendrache, sondern den zweiten. Wir verbannen mystische Tomate vom Friedhof. Sein Ohrenkriecher geht in den Angriffsmodus. Jetzt haben wir endlich durch die Synchro-Beschwörung ein Lichtmonster im Friedhof. Klingenritter. Und ja, jetzt ist eigentlich fast schon egal. Sagen wir mal Breaker. Für BLS endlich. Junge. Und jetzt direkter Angriff. Nicht direkt. Er hat noch ein Monster. Aber wir greifen an mit BLS. 3000. Der hat nämlich 0 durch den schwarzen Rosendrachen. Und dann können wir direkt noch ein zweites Mal durchangreifen. Heftig. Heftig. Okay, krass. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass wir das Duell noch gewinnen.
Das war fantastisch. Das war einfach Yu-Gi-Oh! Wie es sein sollte. Wie es eigentlich am meisten Spaß macht. Es war ein absolutes Hin und Her. Jeder Top-Deck hat irgendwie nochmal alles gedreht. Und die ersten beiden Duelle waren so lame. Aber das, ich hab's euch gesagt, okay, Insektor, cooles Deck, hat richtig Bock gemacht. Das war eine Challenge. Ja, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, gegen wen soll ich als nächstes spielen. Und falls euch das Video gefallen hat, aktiviert eure Geräte-Zauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.